Hey, ja! Willkommen zurück zu Eternal Poison, zur nächsten Aufnahme-Session und zum nächsten bzw. ersten Bosskampf für diese Geschichte, den wir natürlich angehen werden mit der üblichen Party, nämlich mit Nina und mit Vivian. Ja, wir haben beim letzten Mal die Bedingung erreicht, diesen Kampf zu machen, das heißt, sie muss alle Gegner töten, haben wir geschafft, bzw. gefangen nehmen. Also entweder töten oder gefangen nehmen, dass sie halt weg sind vom Schlachtfeld. Und ja, wir fangen diesmal hier an. Wir haben letztes Mal hier angefangen, eine Etage quasi höher. Und ja, wir lassen die mal so. Wir haben hier diesmal zu tun gegen Otaku Fan, so heißt der Boss. Und ja, haben hier neben ihm sechs weitere Gegner, die wir aus dem Weg räumen wollen. Und gefangen nehmen wollen im Idealfall. Neben dem Boss natürlich auch, wollen natürlich auch fangen. Gucken wir uns mal die Karte an. Wie gesagt, wir fangen hier an. Und ja, haben hier ein Urolumen als ersten Gegner, kann man ruhig so sagen. Der ist verwundbar gegen Wasser, Erde, Wind, Dunkelheit und Schlagwaffen. Aha. Dann haben wir hier noch ein Urolumen und einen anderen Gegner. Und zwar ein Dawnwalker. Verwundbar gegen Feuer, Wasser, Erde, Wind und besonders gegen Dunkelheit und ein bisschen Schlagwaffen. Also Nina könnte man richtig gut aufleveln hier. Dann haben wir hier noch einen weiteren Gegner und zwar ein Ex-Machina. Verwundbar gegen Wasser, Erde, Wind und Schlagwaffen. Aha, und dann den Boss, den gucke ich gleich als letztes nach. Oh, dann haben wir auch noch einen Ex-Machina und einen Dawnwalker. Gut, das heißt, wir können uns mal um den mal kümmern hier, um den Otaku-Fan. Der Boss für dieses Mal. Ja, mal gucken, wir uns die Skills an, mal gucken, was er so hat. Aqua 1 und 2 und Kura, das heißt, er kann sich heilen und andere heilen. Er ist unbar gegen Erde, Dunkelheit, Hiebwaffen und Stichwaffen. Ja, Hiebwaffen haben wir leider gar keine Person, die das machen kann, die also so kämpfen könnte, sondern nur Stichwaffen haben wir und Schlagwaffen. Also kann man nur mit Stichwaffen wahrscheinlich erledigen, also gefangen nehmen. Unsere Stärksten, die mit Stichwaffen ausgerüstet sind, vielleicht Vivian und Rainer oder so, ich weiß nicht, werden wir entsprechend sehen. Ja gut, wir haben den Lexikon natürlich noch, was wir angucken werden, und zwar einen neuen Gegnertypen, und zwar den Boss selbst, Otaku-Fan. Der sieht aus wie ein Elefant, naja, ein Elefantenkopf mit mehreren Rüsseln, so sinngemäß, deswegen heißt er auch so. Ja, und bei dem handelt es sich um ein Fanatical Magic Wielding Magician from Below. Das ist also der Otaku-Fan. Ja, kommt irgendwo aus der Dunkelheit mit einem Elfenbein-Schwert oder irgendwie sowas in der Art. Sieht fast so aus. Ja gut, wir werden ihn trotzdem erledigen, hoffentlich. Und ja, ich würde sagen, wir machen das mal und drücken auf Start. Also würde ich sagen, Start, begin the battle. Yes, los geht's! Let's go. Los geht es mit dem Kampf hier. Wir gehen mal dahin. Ready for orders, genau, so muss er sein. Der ist noch nicht aktiv, das ist ja blöd. So. Okay. Charge! Okay, kann ich irgendwas machen hier? Nee, ne? Keine Idee, von hier angreifen. Ich könnte ihn angreifen von dort aus, dann mache ich das mal. Ja, mal gucken, wie viel Schaden wir machen. Ich hoffe nicht zu viel. Das wäre dann ziemlich blöd. 63, naja. Schon gar nicht so relativ übel. Ja. So. Wir sind inaktiv. So, Nina muss ich jetzt mal, brauche ich jetzt mal für die Combo gleich. Egal, muss ich damit machen. I didn't know that Magin could speak like this. Don't put me in the same category as those weaklings. I think you need a demonstration of my power. Nein, brauchen wir nicht. So. Ah ja. Ich verstehe. Fracture Attack. Das ist nicht so gut, glaube ich.
I didn't know Magin got that big. If you're afraid, stay back, or you will get killed. I'm not. Aha, so derlei aktiv, das ist nicht so gut. Das war mir nicht so gedacht. Ja, bleib mal da, geh mal dahin. Geh jetzt mal dahin und versuche mit Vivian da rundherum zu kommen. Ashley! It looks like he's got demon aura. What? What do we do now? Well, they say the god Utukufand hates earth magic. I think it's worth a try. Aha, Erdmagie. Ich verstehe. Komm mal rundherum, das ist gut. So. Er greift da wieder Ashley an, ich verstehe. Aua, aua, aua. Der Computer wird auch gleich aktiv. Und wir können gleich die Combo machen hier. Zwar mit den beiden, ne? Ja. Mit den beiden. Komm her. Ja, genau, verschwinde. Ha. Wir haben ihn erwischt. Komplett erledigt. So. Okay. Level up. Sehr schön. I give thanks. Er stellt jetzt gebrochene Knochen, das ist nicht so gut. Ich habe auch momentan nichts, um das Sprechen zu verhindern. Ah, kommt er gleich. Ja, aber das wecke ich gleich ein bisschen zu viel auf. Wir sollten mal ein bisschen zurückziehen, glaube ich. Wäre vielleicht besser. Jetzt kommt er. Was macht er denn jetzt hier? Ich glaube, oh, Ashley, was soll das denn? Was soll das denn werden, wenn fertig ist? Und was war denn verwundbar? Aua. Das wird doch lange übel. So. Otakufand. Why do you have the same name as one of Stack's gods? Is it just a coincidence? Little one, it's certainly no coincidence. Huh? Don't be ridiculous. Reyna, how do you know so much about the Stack face? Ah, weil sie es kann. Weil sie es halt kann. So, greif ich mal an. Go away. Ja, mach das mal. 79, ja. Heißt, wir können gleich wieder Nina in eine Kombo nehmen. Wir können natürlich auch. Kann man auch mit Nina nicht den auspusten mit Malus? Würde auch funktionieren, aber dann. Aber ich will ja Vivian auch hochleveln, ne? Dann mach das mal. Und greif den mal an. Das war nicht so effektiv, leider. Wie ich es mir gewünscht hätte. So. Jetzt kommt er an. Ich verstehe. Da müssen wir entsprechend jetzt aufpassen. Was jetzt passiert. Blutattacke. Das ist nicht so gut. Aua. Das ist nicht so gut.
Aber wir können einmal Combo machen. Wieder mit den beiden. Die machen das schon. So. Genau, machen platt. So. Aber wieder erwischt. Also haben wir noch bei deiner HP übertroffen. So. Okay, Level up für Nina. Sehr gut. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. So, aber Ashley muss ich ja mal heilen. Ja, das ist viel wichtiger. Sakura. Nein, nicht Sakura. Freya, bitte. Das wäre sicherlich besser. So, zieh dich mal zurück. Er geht uns noch hinterher, aber ist ja nicht ganz so schlimm. Kann man ein bisschen weg von den anderen. Das ist halt der Vorteil. Aua, lass doch diesen Mist. So, wollen wir mal gucken, Herr. Greif mal an. Aha. So. Kann ich nichts machen. Muss ich mich entsprechend irgendwie. Zurückziehen. Werde ich jetzt mal ein Item nehmen? Medizin oder? Ja, ist sicherlich besser, aber ja, wieder abgezogen kriegen. 15, ja. So. Wie sieht damit aus? Ashley ist stark verletzt, das heißt, sie kann nicht so viel Schaden machen. Er kommt auch nah, erst nach Ashley dran, das heißt, Ashley kann eine Combo starten. Obwohl, nee, sie hat schon geschossen, ne? Sie hat schon geschossen. Aber wir können dann Vivian wieder reinnehmen. Glaube ich. Ja. Das wäre jemand mit jemandem. Obwohl, eigentlich wäre es ganz gut mit Ashley, aber die kann gerade jetzt nicht. So. Werde ich jetzt mal Vivian mit reinnehmen. Ja, es ist klar, der kommt immer näher und will uns auch ärgern, aber er kriegt keine Chance. So. Soll er ruhig machen. Aua, aua. Candidate of Evil. Become a part of me! I am not easy! The truth will soon be clear! Ja, aber noch nicht. Sollte eigentlich reichen. Wenn die sich ein bisschen anstrengen. Critical! Jawohl! Super. Okay. Den haben wir auch einen Weg geräumt. So, kann ich den eigentlich erwischen mit Sakura ein bisschen? Mit auf Ashley ein bisschen was hinkriegt. So, komm her. 57, naja, nicht ganz so viel. So, der ist noch inaktiv. Wieder drauf schießen. You're mine. Ja, wieder 33, das heißt, sie können ja selber machen wie eben. Diesmal vielleicht auch mit Nina. Er kommt aber. Ja. Wie hält das so aus, oder? Oder auch nicht. Bin ja nicht ganz sicher.
Nee, wahrscheinlich hält es den Angriff nicht aus. Wahrscheinlich nicht. Ich muss jetzt das so machen, sonst verreckt sie da beim Angriff gleich. So, da kommt er mal und der kommt noch von eh nicht raus. So. Wohin wollen wir? Stell ihn mal dahin. Ich gehe da auch den Schritt nach vorne. Ich verstehe. Ach du Scheiße. Dann heil die nochmal bitte. Ich kann mit Ashley nicht so viel machen momentan. Die ist ja ziemlich eingeschränkt. Das wird der auch noch tief. Ach super. Ich verstehe. Das ist aber nicht so schlimm. Bleib mal hier stehen. Ashley, stay back. It is not safe for you. He is targeting you specifically. No way. I can still fight. Ja. Habe ich denn nichts, um das zu heilen? Das kann nicht sein. Ich habe, glaube ich, jemanden, der wirklich das kann, könnte. Eigentlich müsste ich Ashley mal, die müsste mal jemanden kaputt machen. Geh mal hier hin und jetzt löse mal diese Aura bitte auf, bevor der gleich abhaut. Muss ja auch nicht mit sein. Hat man noch nie erlebt, dass sie abgehauen ist, aber es ist wohl so. Wenn der entsprechend lange genug unangetastet bleibt, kann der abhauen. Das greift er wieder, Jan. Also doof. So. Ja. Ah, jetzt dürfen wir auch doch in der Kombo gehen. Gut. Mit Ashley und mit Nina, bitte. Ja, genau. Los geht's. Jetzt dürfen wir auch nochmal zuschlagen, vernünftig. Hahaha. Super, der ist weg. So. Gut. Hat sie Ashley gerade. Hat sie die Knochen gerade richtig wieder verheilt. So. Okay. Wie sieht es hier mit dem jetzt aus? Was kann ich mit dem machen? Ich kann nur verhindern, dass er angegriffen wird. Ich kann nur verhindern, dass Nina angegriffen wird. Das kann ich machen. Das wäre das Idealste. Irgendwie ein bisschen Nina ein bisschen regenerieren. Ah, es gab er an. Soll er machen. Aqua 2. Ah, nicht so übel. Nicht so übel. So. Malus 1, oder? Ja, Hex haben wir noch, aber wir wollen Malus machen. So. Ja, gar nicht so schlecht. Noch einmal und der ist platt. Mach ein bisschen Erdmagie, bringt auch gar nicht so viel, ne? Aber egal. Holy Power! 11. Ja gut, aber damit kriegen wir ihn schnell runter hinterher.
Das ist gut zu wissen. Dann gehe ich mal wieder ein bisschen weg. Außerhalb deines Reiches. So. Ja. Geh mal da hin, auch wenn ich dich ja nie brauche. Ja, bitte Nina einmal. Ich kann sie gut gebrauchen. So, ah ja, ein Mann noch heilen, die auf Level 10. Geh mal jetzt dahin, geh mal zu Lin bitte und heil ihn auch gleich mal. Bleibt den. Soll auch ich machen. Kein Problem. Ja, macht doch keinen Schaden, großartig. Wenn er sich jetzt verzieht, ist eigentlich egal. Das ist jetzt. Das habe ich nicht gerechnet. Dass der so angerückt kommt, ja. Hoppla, hoppla. Oh. Ich bin nicht dran, aber ich kann ja nicht dahin begeben. Gleich vor ihm. Und ein bisschen zaubern, so. Okay, der haben wir auch overgekillt. So. Mit zwei Angriffen ist er weg. Level up. Nina Level 9. Muss ja ganz gehen, auch wieder dabei. So, jetzt ist auch dabei. Dann greifen wir einmal an, ne? Aber ja. Ja, durchbohren. So. Ja, war nicht so effektiv. War egal. So. Wie viel Schaden macht das denn hier? 51. Das ist nicht sonderlich viel. So, nun auch nächstes Level. Pretty good. Level 10. Jetzt wird er auch aktiv, dann sieh mal an. Aber. Das ist doch ein bisschen scheiße. Er steht ja nämlich direkt im Weg. Wie mache ich das denn jetzt hier? Ein bisschen blöd. Ah, die Blutung hat gestoppt. Das ist gut. Kann man ihn ein bisschen freier bewegen. Jetzt kommt ja auch gar nicht mehr raus dort. Aha. Wie soll das mache ich jetzt ziehen? Komm mal weg. So. So, nochmal bitte. So. Ah, Kura 2. Kann ich denn da jetzt hin zu ihm? Nee. Da muss ich wohl mich nochmal selber heilen. Das ist keine andere Möglichkeit, so. Okay. He may be huge, but he's still just a magic. Ashley, try the Libum. Is the Libum Aurora in the hands of Mere Forsen? Ja, überrascht, hä? Huh? Überrascht. So. Okay. 58. Also ich glaube, mit Rainer könnten wir das schaffen. Overkill von 100. Da brauchen wir auch immer zwei Leute. Ich glaube, mit Lin wird das gehen.
Vivian macht nicht zu viel Schaden, leider. Und Rainer muss hinter ihm sein. Rainer muss hinter Autokurpens sein, macht dann noch mehr Schaden. Und am besten einer von der Seite. Ja, aber das geht ja nicht schlecht hier, hä? So, Malus. Ah, die sind verkalkuliert, hä? So, machen wir Malus. Auf den. Ja. So, ich bleib mal hier. Jetzt geh mal zu Ashley bitte, so. Aha, jetzt halt er ihn wieder. Der bewegt sich jetzt dahin. Und wo muss man dem eigentlich vorne und hinten? Mal eine Idee? Ich glaube, das ist vorne. Das ist nach vorne, ja. Das ist hinter dem, ja. Okay.